Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. In diesem kurzen Video möchte ich euch ein alternatives Armband für die Apple Watch Ultra zeigen. Nein, nicht dieses, das ist ein Lederarmband vom Bandwerk. Das habe ich auch schon für meine Apple Watch 6 und 7 gehabt. Ich probiere jetzt gerade nach und nach meine älteren Armbänder aus und damit geht es im Übrigen ganz gut. Ich habe mir die Ultra ja mit dem Alpine Armband gekauft. Das gibt es in drei Farben. Neben diesem Polar, Weiß, Beige gibt es noch Grün und Orange. Es war gerade nur das hier verfügbar, deswegen habe ich mir die Uhr mit dem Band bestellt. Apple bietet dann noch zwei andere Arten Originalarmbänder an. Einmal die Ocean Armbänder, das sind diese Silikon-Kautschuk-Armbänder, die ich dann besonders zum Tauchen, zum Schwimmen nehmen kann, und die Trail-Armbänder, so Loop-Bänder mit Klettverschluss, glaube ich, die aber irgendwie zurzeit nicht lieferbar sind. Nun wollte ich gerne aber eine andere Farbe haben als dieses Weiß hier, wobei mir das wirklich sehr gut gefällt, aber ich habe halt sehr gerne Abwechslung und ich wollte aber nicht 99 Euro bezahlen, weil irgendwie, auch wenn das Band sich wirklich gut trägt, die Uhr damit wirklich angenehm am Handgelenk liegt, finde ich 99 Euro, auch wenn man 1000 Euro für eine Uhr bezahlt, doch für so ein Stoffband mittlerweile sehr viel. Und da bin ich auf die Firma Bluestein aufmerksam geworden, die solche Bänder im Angebot haben für 24,50 Euro. Das habe ich mir bestellt in Grün und das schauen wir uns heute gemeinsam an. Viel Spaß! Ich habe das Band direkt im Shop bei Bluestein bestellt und ja, sie heißen nicht Bluestein, sondern sie heißen Bluestein. Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe nämlich damals mal eine Kooperation mit denen gehabt und da haben sie mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich in meinem Video nämlich Bluestein gesagt habe. Also, ich habe das Band direkt bei Bluestein im Online-Shop bestellt. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung und es ist binnen 2 oder 3 Tagen geliefert worden. Das ging also recht fix. Das ist hier im Übrigen die Verpackung. Die kommt so per DHL bei euch an. So war es zumindest bei mir. Und ich denke, wir schauen uns das Band jetzt ganz einfach mal an. Ich denke nicht, dass Bluestein es selber fertigt. Denn wenn man auf Amazon guckt, gibt es sehr, sehr viele ähnliche Bänder, die alle genauso aussehen wie das Alpine von Apple. Und die kosten alle so zwischen 20 und 30 Euro. Und ich denke, die kommen wahrscheinlich irgendwie alle vom gleichen China-Hersteller. Als erstes mal muss ich sagen, sieht es tatsächlich ganz genauso aus wie das Band von Apple. Also da gibt es optisch jetzt schon mal gar keinen Unterschied. Wir wollen uns dann noch mal eben anschauen, wo habe ich denn mein altes da. Schauen wir uns noch mal eben die Verschlüsse an. Auch hier sehe ich optisch absolut keinen Unterschied, muss ich sagen. Hinten das Vernähte, das sieht ein bisschen anders aus. Da sieht man also, dass es zumindest nicht aus der absolut identischen Produktion kommt. Aber gut, das ist nicht das Wichtige. Vom Material her, ja, fühlt es sich tatsächlich absolut identisch an. Schauen wir mal nach der Schnalle. Der Verschluss ist ja immer so ein bisschen, ja, fricklig bei diesen Alpine-Bändern. Aber wie gesagt, dafür sitzt er wirklich gut und hält auch tatsächlich sehr gut. Hier sehe ich dann tatsächlich, ja, so gar keinen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht vom Material her, ob das von Apple hier wirklich Titan ist und ob das dann, wenn das Titan ist, das auch Titan ist. Ich mag das bei 25 Euro nicht glauben. Allerdings, gut, so ein Stück Blech hier. Es fühlt sich absolut identisch an. Schnacken wir nicht lange rum, legen wir es einfach mal an, würde ich sagen. Ich habe schon so ein paar Bänder für die Ultra getestet, von meinen alten. Ich habe ja sehr, sehr viele Bänder. Sie passen nicht zu 100%. Ich habe aber ein Bandwerkband, das habe ich letztens auf Twitter gepostet, wo es wirklich ganz übel aussah. Also das stand hier irgendwie, der Verschluss, der steht ein bisschen vor, hier war er zu weit drin. Und bei dem Bandwerkband, muss ich sagen, ist es tatsächlich anders. Das sitzt deutlich besser und selbst wenn es nicht zu 100% so ideal sitzt wie die Original-Apple-Bänder für die Ultra, so stört mich das überhaupt nicht. Ja, sie sind ein bisschen dünn, das sage ich ja immer, 49 mm Gehäuse und dann so ein dünnes Band. Aber ich finde, wenn es denn mal ein wenig schicker sein soll, geht dieses Lederband halt wirklich. Ich werde demnächst auch andere Bandwerkbänder mal ausprobieren. Und ich denke, ich mache da noch mal ein Video drüber. Die haben nämlich auch für die Ultrabänder, wenn ich das richtig gesehen habe. Da muss ich dann aber mal checken, ob die dann auch wirklich breiter sind. Der Steg ist ja immer gleich breit quasi, aber man kann hier natürlich noch so den ein oder anderen Millimeter mit der Bandbreite rausholen. Und da bin ich halt gespannt und ich finde halt, für die Ultra sollte das schon sein. Und ich finde, wenn man eine 1000 Euro Uhr kauft, sollte man vielleicht nicht jeden Kompromiss eingehen.
mal vorsichtig gesagt. Der gute Raphael Zeyer hat auch ein Video über ein Alpine-Armband gemacht, über das Originale, dass er das auch ganz toll findet. Und hat da gesagt, er hat Größe L bestellt, damit die Schnalle, damit der Verschluss nicht hier unten am Handgelenk sitzt und man damit irgendwie seinen Laptop beschädigt, seinen Schreibtisch zerkratzt. Da muss ich sagen, da gehe ich nicht ganz konform mit ihm, weil jeder normale Uhrenverschluss, so wie wir das hier bei diesem ganz normalen Armband auch haben, der ist halt immer hier unten. Und irgendwie hat sich da noch nie einer angestört. Und was mich viel mehr stören würde, das Einfädeln hier im Übrigen auch absolut hundertprozentig, wäre, wenn ich ein L-Armband kaufe und ich den Verschluss nicht hier unten hätte, sondern ihn einmal ganz rumlegen müsste und ich dieses ganze dicke Doppelte dann einmal ums komplette Handgelenk hätte. Also das fände ich noch weniger schön. Also das Verschließen war absolut identisch zu den normalen Bändern, also konnte man so reinflutschen. Und ja, dann legt man es hier einfach an und verschließt dann hier auf der Unterseite einfach den Haken. Wenn man das Band etwas fester trägt, also so ist es bei dem Original Alpine zumindest, dann ist es so, dass hier natürlich dann mehr Spannung drauf ist und dass es dann manchmal ein bisschen fricklig ist, das Band abzumachen. Und das hier ist das Blue Stein Band für 24,95 und ich muss sagen, das ist natürlich jetzt das erste Mal angelegt. Das mag sein, dass sich das Band verändert mit der Zeit. Wenn man es ein paar Wochen oder ein paar Monate getragen hat, kann es immer mal passieren, dass so ein Band ausleiert. Vielleicht, dass auch irgendwie eine Naht aufgeht oder so. Das werde ich euch dann noch sagen. Aber erst einmal fühlt es sich ganz genauso an wie das Original Apple Alpine Band. Und ganz ehrlich, hinter so einem Armband steckt keine Magie. Und 99 Euro ist natürlich zu teuer. Die Kunst ist dann, Bänder zu finden, die günstiger sind und die gleiche Qualität haben. Da denke ich mal, das mache ich mir jetzt mal zur Aufgabe. Es gibt es ja im Original auch noch orange, in Orange. Also werde ich mir auch noch mal eine Kopie in Anführungsstrichen in Orange bestellen. Dann nicht von Blue Stein, um da dann vielleicht auch noch mal die Qualitäten zu vergleichen. Aber auch da denke ich, werde ich dann noch ein weiteres Video zu machen. Wir können noch mal eben, ich nehme es noch mal ab, die Farbe vergleichen von dem Steg, ob das identisch ist mit der Titanfarbe der Uhr und wie es mit der Passform aussieht. Also passend tut es hier wirklich wie, sorry, Arsch auf Eimer. Darf man Arsch im Fernsehen sagen? Ja, darf man. Und auch farblich, finde ich, ist da keine Nuance Unterschied. Also das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Für 24,95, da denke ich mal, kann man absolut nicht meckern. Wie gesagt, ich werde natürlich kein Langzeitfazit zu einem Armband machen, aber ich werde sicherlich irgendwie eher noch das ein oder andere Video über Armbänder für die Apple Watch machen. Oder generell ist das ein bisschen, nee, auch nicht, so beide ein bisschen flexibel. Ich werde natürlich noch ein paar andere Videos über die Ultra machen, sei es über Armbänder oder andere Eindrücke oder Dinge, die mir aufgefallen sind. Vielleicht auch ein Video zu den Kompromissen, die man vielleicht nicht für 1.000 Euro eingehen sollte. Aber auf jeden Fall bin ich mittlerweile mit der Uhr, falls es euch interessiert, wirklich zufrieden. Es gibt so ein paar Punkte, die mich stören, aber ich denke, die spreche ich in einem anderen Video mal an. In diesem Video sollte es um das Bluestein-Armband gehen, das jetzt erst einmal an meinem Handgelenk verweilen würde. Ich werde es testen. Wenn ihr mehr Eindrücke von dem Band haben möchtet oder auch von der Uhr, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie ich euch das Armband, den Bluestein-Shop, auch verlinke. Das ist keine Kooperation. Ich habe mir das Band tatsächlich natürlich selber gekauft, weil ich das so oft jetzt erwähne, dass ich auch den Shop verlinke. Nein, ich bekomme da nichts für und ich habe das Band selber gekauft. Ich denke, das soll es mit diesem kleinen Video und meinen Eindrücken zum Bluestein Armband gewesen sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf meinem Weg hier auf YouTube begleiten würdet und mir sehr gerne ein Abo dalasst. Dafür bedanke ich mich schon mal, das Allerwichtigste. Aber bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut. Tschüss.